Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter William. Sie haben mich bereits einige Male hier bei RTL bei Catch-Up gesehen als Kommentator. Und der eigentliche Kommentator betritt jetzt gerade den Ring als Referee. Wir sind hier in Hamburg. In Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld beim großen Catch-Cup. Sie wissen ja. Und übrigens, das ist die Auftrittsmusik gewesen und jetzt immer noch für den großen Auftritt des Herrn in der Kutte. Und vorne auf der Kutte sehe ich eine deutsche Flagge, die deutschen Farben auf der Kutte. Wer betritt denn da den Ring? Ich glaube, wir haben heute mit einigen Überraschungen hier zu rechnen. Wir sind auf dem Heiligen Geistfeld bei einem der drei großen Turniere in Deutschland. Neben Hannover und Bremen ist ja Hamburg das dritte große Turnier. Und der Veranstalter Sven Hansen hat sich hier etwas einfallen lassen und als Star eingeladen, jetzt zu einem Teamkampf, 2 gegen 2, als Teampartner von Rollo Brasil, den wir hier sehen. Ja, das ist Horst Brack. Horst Brack als Teampartner von Rollo Brasil. Horst Brack, der zu mir gesagt hat, er ist absolut austrainiert, durchtrainiert. Und er war ja einige Zeit weg. Ich weiß nicht, wo er gewesen ist. Irgendwo bei einer Kur. Vielleicht hat er auch wirklich trainiert. Aber wenn er sich jetzt entblößt. Ach du lieber Gott, na, das sieht aber eher aus, als ob er abtrainiert hat. Aus der Sauna kommt er irgendwo. Na gut, wir werden sehen. Horst Brack das erste Mal jetzt wieder als Kämpfer im Ring. Und da muss er ja dann wohl beweisen, ob das alles stimmt, was er so gerne von sich gibt. Was einige Zuseher unserer Sendung Catch-Up ja immer wieder aufregt. Andere warten direkt darauf. Und jetzt muss man es sehen. Und als seine Gegner kommen jetzt in den Ring. Wir sehen in der neutralen Ecke Joe Williams. Und Joe Williams hat einige Male bereits als Referee im Ring gestanden. Und ich muss sagen, zum Beispiel in Hannover hat er bewiesen, dass er ein durchaus korrekter und ernstzunehmender Referee ist, der auch absolut souverän ist. Ob das jetzt hier bei Horst Brack so klappt, das weiß ich nicht. Denn man weiß ja, wie die beiden miteinander umgehen. Und jetzt kommt das gegnerische Team. Und da sehe ich natürlich René Lazatès, wie er leibt und lebt. Der mehrfache Weltmeister, der uns hier zeigt, ich komme. Ach du lieber Gott. Und Horst Brack, na, dem werden ein bisschen die Hosen flattern, glaube ich. René Lazatès, eine der großen Legenden im Catchsport. Der mehrfache Weltmeister, einer der ganz Großen, wie gesagt. Und da wird bereits ein Transparent um den Ring getragen. Horst Brack hat seine gesamte Fangemeinde mitgebracht. Das sind 2 Mann, glaube ich. Und er versteckt sich jetzt schon hinter Rollo Brasil, wie ich das so überblicke. Aber man kann natürlich auch von ihm überrascht werden. Bitte, bitte, da waren schon die ersten Ansätze. Alles das, was er wahrscheinlich in seiner früheren Laufbahn gemacht hat. Er hat die Gegner, glaube ich, immer von hinten angegriffen und dadurch seine großen Erfolge erzielt. Als Teamkampfpartner von René Lazatès sehen wir dann Indio Guajaro. Auch einen Star des Hamburger Turniers. Er hat im vorigen Jahr das Turnier gewonnen. Und hier René Lazatès, wie er leibt und lebt. Wie gesagt, einer der ganz Großen, neben Hans Schwarz Junior und Horst Hoffmann, die früheren ganz Großen in Deutschland, Georg Blemenschütz und Big Otto Wanz aus Österreich, wie aus den USA früher Lou Thesz oder Bruno Sammartino. Das sind alles die ganz Großen des Ringkampfes gewesen. Oder jetzt in Japan, Inoki oder Baba auch. Ja, René Lazatès hat da ein Leben als... Oh, ja, da, das ist ein Teil
der Souveränität von Joe Williams und er verschafft sich damit auch gleich Gehör. Und Horst Brack, nicht der Bestrafer, sondern im Augenblick der Aufwärmer. Er wärmt sich auf, Stretching, ja bitte, Stretching, Aufwärmen der Muskulatur, das ist nebenbei gesagt, ohne jeden Hintergedanken richtig, was er da macht. Das sollte man vor jedem Kampf machen, die Muskulatur aufwärmen und um damit einige schwere Verletzungen zu vermeiden, die sich da ergeben können. Bolo Brasil, auch seit Jahren ein Star auf dem Hamburger Turnier, ein fantastischer Techniker, der trotz seines geringen Gewichtes eigentlich immer wieder große Erfolge erzielt. Und die Vorstellung von Horst Brack, ja, ja, er gibt den Segen. Und beim René sieht man schon wieder, dass er einiges in petto hat. Er überlegt sich dies und jenes und das kommt bei ihm dann blitzschnell. Er ist immer noch ein Star, das ist der Weißgott. Und bei aller Schlechtigkeit in seiner Kampfweise manchmal nützt er doch jede Gelegenheit ganz einfach aus. Und das ist auch einer der Gründe, warum er mehrfach Weltmeister gewesen ist. Er ist in Europa immer noch ein starker, großer Ringer, der vor allen Dingen seine Routine heute natürlich einsetzt. Denn mit dem fortgeschrittenen Alter, da muss man dann schon ein bisschen sehen, dass man über die Runden kommt. Aber er bringt das Publikum immer noch zur Raserei. Und jetzt muss Joe Williams zusehen, dass er ein bisschen Ordnung hier in die Vorstellung kriegt. Und Horst Brack tut so, als ob er mit seinem Teamkampfpartner etwas bespricht. Wahrscheinlich wird er ihm sagen, du, Rollo Brasil, mach du mal erstmal den ersten. Bitte, ich sehe es auch schon. Übernimm du den ersten Teil und ich komme dann, wenn es nötig ist und wenn der René vielleicht schon halb tot ist, dann komme ich in den Ring. Das Publikum natürlich aufgeheizt in Hamburg und alles erwartet natürlich jetzt, dass der Bestrafer einmal zeigen muss, ob er bestraft oder ob er bestraft wird. Denn das, was da im Ring im Augenblick passiert, das ist ja Bracks Pranger in Perfektion. Aber diesmal steht er vielleicht ein bisschen dran. Und da geht's schon los vor dem Kampf. Ja, Horst Brack muss jetzt Farbe bekennen. Ist er der Star, der er gerne sein möchte? Oder fällt das alles zusammen wie ein Kartenhaus? So, bevor wir nun sehen, ob da einige Griffe auch gezogen werden oder ob nur geredet wird. Wiederum ein Side-Headlock und abgelöst und Horst Brack übernimmt den Headlock. Oh, und man sieht, das ist ein gekonnter Headlock, ein Überwurf. Na bitte, Horst Brack zeigt, was hier los ist, dass er ringerisch doch einiges kann. Und eine Projektion von ihm. Ja, jetzt wird er richtig wütend und geht rückwärts. Ja. Ja, und das war's ja dann schon. Abgelöst in der Ringecke mit Rollo Brasil. Jetzt schickt er den Mann wieder ins Feuer, seinen Teamkampfpartner. Ja, also er begreift die Gesetze des Teamkampfes einfach nicht. Wahrscheinlich hat er die Hose voll und kann nicht weitermachen. Horst Brack, nicht so grimmig schauen. Lieber mal in den Ring gehen und ein bisschen was zeigen. Ja, das ist ja wirklich von beiden ein etwas fieses Spiel, aber das sind wir ja gewöhnt. Ich bin es gewöhnt seit Jahren von René Lasartes, diese Kampfesweise, und Horst Brack schließt sich da an. Übernimmt wieder von Rollo Brasil einen angesetzten Griff, zeigt dann allerdings einige Dynamik in seinen Aktionen. Oh, jetzt muss er aber erstmal wieder einstecken. Ja, und nochmal. Ein Leckdruck und ein angesetzter Beinhebel. Ringerisch nicht schlecht, aber jetzt die erste
das erste Zusammenkommen der beiden Freunde in Anführungsstrichen, Horst Brack und René Lazatès. Das passt ihm nicht, er schickt Rollo Brasil schon wieder ins Feuer. Der soll für ihn die Kastanien jetzt aus dem Feuer holen. Und ein bisschen fertig ist er ja wohl auch, der Bestrafer. Zumindest wieder von mir hier ein kleines Kompliment, denn er hat ja ordentlich auf die 12 gekriegt und aber ein bisschen wieder gezeigt, dass er auch einstecken kann. Und will jetzt ablösen mit Horst Brack. Jetzt könnte er doch rein, der Bestrafer. Jetzt geht es also auch bei den Zuschauern los. Das ist hier eine Stimmung auf dem Heiligen Geistfeld. Es siedet und kocht hier. Und alle warten darauf, dass hier noch etwas passiert, nämlich mit dem Bestrafer. Und der lässt Rollo Brasil den Kampf alleine führen. René Lazatès auf der Ringecke auf dem dritten Seil oben. Und jetzt ist aber abgelöst worden. Und Horst Brack zu einem Monkey Climb nimmt der Inyo Guajaro einen Überwurf. Inyo Guajaro wird angezählt. Und Horst Brack versucht eine Clothesline. Und versucht nochmal. Ja, jetzt gehen sie mit ihm durch. Horst Brack hat sich selbst außer Kondition gebracht durch seine Schläge und will schon wieder Rollo Brasil reinschicken. Da hier ist was los. Hier ist was los im Ring, wenn der Horst Brack drin ist. Da ist wirklich was los. Das ist ja fast ein Gedicht gewesen. Hau ab, du Sack. René Lazatès schon wieder auf dem dritten Seil. Oh, sein gefürchteter Sprung vom dritten Seil. Rolle wird wieder angezählt. Na, wie lange hält der Mann das noch aus? Wie lange hält Rollo Brasil das noch aus? Ja, und das sind schon wieder unfaire Mittel, die Lazatès da anwendet. Der Fuß auf der Kehle, das ist verboten. Ja, und der kriegt auch gleich die Geldstrafe dafür. Er löst immer noch nicht. Er löst wieder nicht. Oh, jetzt geht das Temperament mit Joe Williams durch. Joe Williams mit einer Clothesline auf Lazatès. Joe Williams auch, das ist verboten. Aber ja, gut, also es ging nicht anders. Das Publikum rast. Das Publikum will es so sehen. Das Publikum freut sich. Und Joe Williams zeigt, dass man hier überhaupt etwas machen kann im Ring, was Horst Brack wieder nicht zeigt. Rollo Brasil hat ganz einfach abgelöst. Horst Brack muss in den Ring. Horst Brack wollte nicht, aber Rollo Brasil hat ganz einfach abgelöst. Und jetzt Horst Brack seiner Zierde beraubt, das Kopftuch ist weg. Rotkäppchen und der böse Wolf. Rotkäppchen hat sein Kopftuch verloren und der böse Wolf Lazatès hat jetzt eingegriffen. Ja, er will nicht, er ist ja fertig. Der Horst Brack, der Bestrafer. Am Pranger ist er. Rollo, komm. Nein, Rollo Brasil lässt sich nicht ablösen. So, jetzt muss er ran. Er muss ran, aber mit vollen Hosen kann man vielleicht auch noch kämpfen. Ja, eine Manschette, ein Unterarmschlag. René in gewohnter Weise. Und jetzt zahlt er wohl einiges heim, was Horst Brack mit ihm gemacht hat, als René Lazatès bei der Sendung war. Im Ring ist René der Chef. Ja, Faustschläge und alles wird überhaupt angewendet jetzt.
Ein Wristlock von René Lasatès. Dann mit dem Fuß über das Gesicht eine schmerzhafte Angelegenheit. Und Horst Brack aber, das muss man sagen, einmal flickflack und kommt wieder hoch. Jetzt bin ich gespannt, ob er sich aus dieser Situation noch mal rausfinden kann. Na bitte, Horst Brack in Höchstform. Jetzt läuft er zu seiner Höchstform auf und will natürlich vom Publikum, will er jetzt natürlich Anerkennung, Applaus haben. Und das braucht er nicht mehr, denn René Lasatès hat schon wieder zugeschlagen. Auch das sind natürlich verbotene Sachen. Auch das sind verbotene Sachen. In die Ringecke, auf die Kette mit dem Kopf. René Lasatès. Und nochmals eine Geldstrafe von Joe Williams. Ja, jetzt hat er ja wirklich zu leiden. Jetzt hat er zu leiden und kriegt hier absolut die Hucke voll. Und jetzt auch noch die Entkleidungsszene. Nein, das sollte uns ja vielleicht erspart bleiben. Der durchtrainierte Körper des Bestrafers wird hier gezeigt. In Yogur Yao, es scheint ihm auch noch zu gefallen. Und ein Ausheber und ein Slam. Ja, mein Gott, er muss ja wirklich, er kriegt ja jetzt alles zurückgezahlt. Und nichts bleibt übrig von dem, was er uns hier angekündigt hat. Er will alle bestrafen, seine Gegner. Und jetzt wird er bestraft. Indio Guerrero und Lasatès. Mein Gott, lass den Mann doch aufstehen einmal. Auch ich habe meine Kontroversen mit ihm gehabt. Aber das muss ja nicht sein. Und noch ein Ausheber und ein Slam. Lass ihn. Und Joe Williams zählt an. Vielleicht freut er sich auch ein bisschen, ich weiß es ja nicht. Und nochmal ein Elbow Drop. Na, jetzt ist er fertig. Jetzt, ich glaube, jetzt wird er ausgezählt. Nein, also hier Horst Brack zeigt ja absolute Nehmerqualitäten, aber ich glaube, das merkt er schon gar nicht mehr. Er merkt schon gar nicht mehr, was da alles passiert um ihn herum. Ja, und jetzt Joe Williams trennt jetzt Indio Guerrero vom Gegner, weil das scheint ihm jetzt auch zu viel zu werden. Und wieder abgelöst mit René Lasatès, eine Verwarnung. Die gelbe Karte für Indio Guerrero. Und Horst Brack kommt nicht in seine Ecke mehr. Alles das, was er vorhin gemacht hat mit Rollo Brasil, das wird jetzt mit ihm gemacht. Oh, und René lässt ihn leiden sogar noch. Immer wieder nimmt er die Schulter hoch von Horst Brack. Das ist Brax Pranger. Ja, das ist Brax Pranger. Jetzt steht er selbst dran. Und wieder in die Ringecke. Na, das sind doch verbotene Sachen wieder. Da sieht Hamburg Horst Brack, den Bestrafer, das erste Mal wieder als Kämpfer im Ring. Und dann muss es dieses Ende nehmen. Dann muss er so leiden. Ja, der wird ja wahrscheinlich in die Klinik müssen hinterher. Zur Kur fahren irgendwo, sich pflegen lassen, wenn es überhaupt jemanden gibt, der ihn pflegen will. Und noch eine Verwarnung für Indio Guerrero. Und Horst Brack hängt in den Seilen. Er hängt in den Seilen. Und da soll er vielleicht auch hängen bleiben. Mein Gott, nein, er muss wieder zur Mitte. Und ein Ausheber und ein Slam. Ja, und hier wird hier gezählt. Eins, zwei, nein. Und René Lasatès schon wieder auf dem obersten Seil zu seinem gefürchteten Sprung, setzt er dort oben an. Das ist verboten. Und noch eine Geldstrafe für ihn. Und Angriff auf den Kampfleiter. Angriff auf den Kampfleiter. René Lasatès
Bitte, das sollte er wissen und das weiß er auch. Natürlich, der alte Fuchs weiß das. Das ist die rote Karte. Das ist die Disqualifikation. René Lazartes, das war zu viel. Das war zu viel und das war der richtige Augenblick. Rollo Brasil wird an den Haaren aus dem Ring geworfen, über das oberste Seil. Und Horst Brack hängt schon wieder auf der anderen Seite in den Seilen. Joe Williams holt jetzt die anderen Ringer, die Ringer zum Ring, damit Horst Brack da befreit wird. Damit das Leiden und das Elend ein Ende hat. Ja, und Sieger sind natürlich damit Horst Brack und Rollo Brasil in diesem Kampf. Und wo ist Horst Brack jetzt? Ich glaube, er ist fertig. Er ist fertig. Horst Brack muss, glaube ich, jetzt in die Klinik gebracht werden. Auf jeden Fall wird er das Weihnachtsfest wohl nicht singend unter Weihnachtsbaum verbringen, sondern muss sich pflegen lassen. Nochmals in den Ring mit ihm. Denn er ist ja der Sieger mit. Sieger Horst Brack also. Und da ist er. Sieger Horst Brack. Nochmals den Arm hoch. Und das wird er wahrscheinlich in 20 Jahren nochmal ausschlachten. Ich habe gegen René Lazartes gesiegt. Jetzt muss er aber raus hier. Raus aus dem Ring und raus aus der Halle. Liebe Zuschauer, es ist ja jetzt kurz vor Weihnachten am 22. Dezember dann in Bremen in der Stadthalle nochmal der große Weltmeisterschaftskampf. Der CWA-Weltmeistertitel wurde von Big Otto Wanz abgegeben und um diesen Titel kämpfen dann der Ex-Ranger aus Frankreich Rambo und sein Gegner Bull Power und natürlich auch Big Otto noch in einem großen Kampf an diesem Schlusskampfabend, nämlich mit Bam Bam Bigelow aus den USA. Das wird nochmal ein Riesenkampfabend. Und ich, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, darf Ihnen ein recht frohes Weihnachtsfest wünschen. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder bei der Sendung Catch Up. Ich hoffe, dass Ihnen diese letzte Sendung in diesem Jahr noch gefallen hat. Und darf nochmals als Sieger ansagen, den geschlagenen und vollkommen kaputten Horst Brack, den Bestrafer, der hier wirklich bestraft worden ist. Das kann man wohl sagen. Und jetzt wird er aus dem Zelt geführt in Hamburg. Und René Lazartes hat ihm alles das wiedergegeben, was Horst Brack ihm bei der Sendung zugefügt hat. Liebe Zuschauer, das war nochmal ein Kampfabend, wie er den Catch-Fans, glaube ich, immer wieder gefällt. Und ich darf mich nochmals verabschieden. Alles Gute auch zum neuen Jahr. Ihr Peter William.